bin ja jetzt schon seit einiger Zeit haushaltspolitischer Sprecher meiner Fraktion und weiß daher, wie wichtig es ist, im Haushalt die richtigen Schwerpunkte zu setzen, weil das setzt die Rahmen für alle Fachpolitiker. Und dabei muss man immer eines im Auge haben. Als erstes ist die Einnahmenseite wichtig, weil ohne eine florierende Wirtschaft, ohne gute Steuereinnahmen, können wir uns wenig leisten. Und dann wird Bayern in einen Abwärtstrend geraten. Wir kriegen eine finanzielle Stabilität nur dadurch, dass wir eine starke, eine florierende Wirtschaft haben. Und das heißt auch, dass wir in einigen Punkten uns von Standards verabschieden müssen. Wir müssen Bürokratie abbauen und wir müssen uns auch auf das Wesentliche konzentrieren. Ich denke, die Bundeswehr wird in den nächsten Jahren, Jahrzehnten eine ganz neue Rolle bekommen. Nicht nur als eine Verteidigungsarmee gegen irgendwelche bösen ausländischen Mächte, sondern auch und gerade in der Krisenbewältigung, egal welcher Krisen. Und ich glaube, dass die Bundeswehr hier ganz Wichtiges auch für die innere Sicherheit und Stabilität leisten kann. Die Heimatvertriebenen haben Bayern nach dem Zweiten Weltkrieg mit aufgebaut. Sie sind der vierte Stamm und hier in Kaufbeuren speziell leben ja in Neugablonz, in der größten vertriebenen Siedlung Europas, beispielhaft 15.000 Menschen, die auch dieser Stadt zu richtig Glanz verholfen haben. Ich denke, das muss man würdigen und man sollte auch die Geschichte der Heimatvertriebenen nicht vergessen, gleichzeitig aber Brücken in die Zukunft bauen zu unseren tschechischen und polnischen Nachbarn. Ich bin zwar nicht in Kaufbeuren geboren, aber trotzdem ist das hier meine Heimatstadt. Kaufbeuren ist eine unglaublich vielfältige, weltoffene Stadt mit ganz, ganz vielen Facetten und beherbergt die größte vertriebene Siedlung Europas mit Neugablonz, 15.000 Einwohner. Und das ist auch die Ursache oder der Grund dafür, dass ich mich in der Fraktion unter anderem auch schwerpunktmäßig mit vertriebenen Politik beschäftige. Ja, vor meinem Einstieg in den Bayerischen Landtag war ich Chef der Leitlinienkommission der Freien Wähler und deshalb war ich mit den Inhalten natürlich ganz gut vertraut, aber ich erinnere mich noch gut an meine erste Rede im Parlament, das war die zweite Plenarsitzung. Ich bin ans Rednerpult und der damalige Ministerpräsident Günther Beckstein sagte vor meiner Rede schon zu mir: "Schlecht vorbereitet, Herr Kollege, und das nur deswegen, weil ich kein Manuskript hatte, sondern freigesprochen habe." Das mache ich übrigens auch heute noch sehr gerne. Ich glaube, dass wir es geschafft haben, hier in Kaufbeuren die Flugsicherungsausbildung zu halten, obwohl das Verteidigungsministerium das Aus für den Standort beschlossen hat. Ich glaube, da habe ich einen ganz großen Anteil daran. Und letztendlich hat dieser Erfolg dazu geführt, dass der Bundeswehrstandort nun, totgesagte leben länger, jetzt dasteht wie fast noch nie. Heimat. Hartnäckigkeit. Hier. Das ewige Leben.